Anhand dieser Villa hier in Costa del Planes, in der Nähe von Puerto Portales, werde ich dir zeigen, wie du Immobilien sinnvoll aufwertest mit überschaubaren Mitteln und ja, was das im Endeffekt für dich bedeutet. Bleib dran bis zum Schluss. Du siehst im Hintergrund eine Villa in Costa del Planes in guter Lage, sehr guter Lage, und zwar ganz in der Nähe von Puerto Portales, dem bekannten Yachthafen. Und ja, ich möchte mit dir jetzt mal analysieren, das ist eine Immobilie, die wir deutlich unter Wert gekauft haben, die aber vorher schon für Ferienzwecke mit Lizenz vermietet war. Ich werde dir aber zeigen, es macht einen Riesenunterschied, ob die Immobilie in einem Zustand ist wie jetzt, nicht schlecht, aber doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, doch schon ein bisschen dieses dunkle Holz, Mahagoni da, Mahagoni dort. Da kannst du natürlich auch vielleicht 6.000 Euro in der Woche erzielen, aber mit ein paar Aufwertungsmaßnahmen, wie wir sie jetzt gleich besprechen werden, werden wir den Mietpreis dieser Immobilie auf 10.000 bis 11.000 Euro pro Woche bekommen, zumindest in der Hauptsaison. Und zwar fängt damit an, ich stehe jetzt hier am Poolbereich. Wir haben es noch nicht final entschieden, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier andere Fliesen machen. Das heißt, größere Fliesen, vielleicht 90x90, 100x100, wie man das heute so macht. Vielleicht auch ein bisschen Cremefarben. Also das würde ich langfristig auf alle Fälle hier machen. Vielleicht nicht kurzfristig, nicht gleich im ersten Jahr, sondern mal die Immobilienpreise vorher testen. Du siehst aber im Hintergrund auch dieses Gelb in der Fassade. Auch das würde ich mal verändern. Ich würde die Immobilie schön weiß, weil das immer sauber, weil das immer ordentlich wirkt, streichen. Also mal die Fassade auf alle Fälle neu machen. Und ja, helles, schönes Weiß, schön mediterran, so wie an der Côte d'Azur. Nächster Punkt, ich werde hier im Garten, Gartengestaltung, also hier muss auf alle Fälle ein Gärtner her. Du siehst hier, da ist sicherlich einiges verbesserungsfähig. Und Gartengestaltung ist eine ganz, ganz wichtige Komponente bei Ferienimmobilien, weil die Menschen sitzen eben im Garten, sitzen am Pool, sitzen am Grillplatz. Das heißt, die meiste Zeit sind die außerhalb des Hauses und nicht im Haus. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt da hineingehen ins Haus, also vielleicht von der Außenansicht her noch alles, was hier so dunkelbraun ist, würde ich rasch weiß machen, hell machen, also wie gesagt mediterran. Es muss nicht alles hypermodern sein. Manchmal bauen wir ja auch ganz moderne Villen oder bauen auch um alte Villen, dass die nachher wieder ausschauen wie ganz modern im Bauhausstil. Das muss nicht sein. Es kann dieses klassisch mediterrane sehr, sehr schön sein. Gerade mit den Balustraden, wie du es hier siehst, aber man kann da mit den Farben spielen. Es muss dann auf alle Fälle, wie gesagt, diese ganzen braunen, dunkelbraunen Sachen müssen hier meiner Meinung nach entweder weiß oder hellgrau gemacht werden. Wir werden dann übrigens auch später ein Video nochmal produzieren, wo du siehst, was wirklich geschehen ist, also vorher, nachher diesen Vergleich. Aber das dauert natürlich dann möglicherweise einige Monate, bis alles fertig ist. Und wir werden natürlich dazwischen auch schon in dem Zustand vermieten, um dann den Unterschied zu zeigen, was die Mietpreise, wie die Mietpreise nach oben gehen. Ja, wenn wir jetzt innen hier mal ein bisschen durchlaufen, du siehst hier den Marmorboden. Der Marmorboden ist nicht schlecht, das ist zeitloser Marmor, aber der gehört natürlich mal poliert, dann sieht er wieder richtig aus wie neu. Die Küche an sich ist ganz gut, ist nicht schlecht. Briten waren die vorigen Besitzer vom Haus. Das spiegelt sich hier im Stil ein bisschen wieder. Aber ich würde sagen, die Küche ist in Ordnung. Die ist vor allem großzügig groß. Und das ist bei einer Ferienimmobilie auch nicht unwichtig. Ja, diese Glastür, diese Zwischenglastür, die würde ich wahrscheinlich rausschmeißen, weil das einfach großzügiger aussieht. Und auch diese etwas in die Jahre gekommenen Möbeln werden wir natürlich hier im Wohnbereich angrenzend an die Küche ersetzen. Sowohl den Esstisch als auch diese Garnitur hier. Da kommen also neue, moderne Möbel rein. Das macht schon einiges her. So, wenn wir jetzt nach oben wandern, dieser dunkle Stil zieht sich natürlich in den Schlafräumen ein bisschen durch. Also kann man lassen. Auch die Bäder sind prinzipiell nicht schlecht. Man kann hier mit überschaubaren Mitteln, also vielleicht neue Toiletten, das mache ich eigentlich fast immer, dass ich neue Toiletten, neue Duschen, neue Waschtische, weil das kostet nicht mehr viel, sieht aber richtig gut aus. Da, wo die Fliesen zu altbacken sind, da kommen die natürlich raus, weil auch das kostet nicht so viel. Und auch Duschen, die noch funktionstüchtig sind, werden ersetzt gegen schönere und modernere, weil es macht einfach einen Unterschied, ob du ein Top-Bad hast oder ob du so ein Solala-Bad hast, wo ich mich nicht so richtig wohlfühle. Die Leute merken das auch, ist das relativ neu, ist das frisch. Und ja, also nach einer Renovierung verkauft sich das auch ferienvermittlungstechnisch immer viel, viel besser. Schauen wir mal vielleicht kurz raus auf den Balkon, auf die Terrasse. Also da muss natürlich auch ein neuer Boden her, muss natürlich auch ein bisschen
aufgemöbelt werden. Bei einer längerfristigen Renovierung würde ich hier wirklich die Terrassen vergrößern. Das dauert aber natürlich, da brauche ich eine Baueinreichung dafür. Das heißt, das werde ich nicht dieses Jahr schaffen, das werde ich dann längerfristig machen, sofern nicht vielleicht sowieso schon nach ein paar Monaten ein Käufer antanzt, der das Ganze dann im teilaufgewerteten Zustand mit einem Riesenaufpreis wieder kaufen will. Warum? Weil ich natürlich eins beachtet habe beim Kauf, und zwar Lage, Lage, Lage. Das heißt, ich habe gekauft in einer Lage, wo noch viel gebaut wird. Du siehst hier teilweise Baukräne, aber es gibt nicht mehr viele davon, weil es auch nicht mehr viele Grundstücke gibt, viele frei. Und das macht die Sache natürlich doppelt spannend, weil du kannst dir vorstellen, wenn so nahe vom spannendsten Yachthafen der Insel, eigentlich fußläufig oder zumindest maximal 3-4 Minuten mit dem Auto oder dem Fahrrad entfernt eine Immobilie liegt, dass die sehr begehrt ist oder die ganze Gegend sehr begehrt ist und die Preise zwangsläufig in die Höhe gehen werden noch die nächsten Jahre. Also man kann hier nicht viel falsch machen, aber du siehst schon, mit überschaubaren Mitteln, natürlich musst du all diese Kosten hochrechnen, weil wir haben nicht ein Badezimmer, wir haben hier, je nachdem wie wir es jetzt umbauen, im Moment sind es glaube ich 4 Bäder, am Ende nach dem Umbau, wenn ich fertig bin, damit werden es 6 oder 7 sein, aber ja, da multipliziert sich natürlich dann dieser Wert, den du jetzt vielleicht im Kopf hast für ein Badezimmer, weil wenn ich sage 10.000 Euro für ein schönes Bad, vielleicht auch 15, wenn ich nicht an den falschen, auf der falschen Seite spare, sondern wirklich hochwertige Produkte verwende. Ich weiß, man kann sowas auch mit 3.000 Euro machen, aber das machen wir nicht, weil wir hochwertige Immobilien haben. Naja, dann sind 7 mal 10 sind auch 70.000 oder vielleicht mal 15, dann sind wir bei 100.000. Da würden andere vielleicht schon das ganze Haus renovieren damit, aber das ist dann eben der Unterschied zwischen einer Push-Push-Lösung, einer sehr schnellen, bisschen Farbe da und dort, aber nicht nachhaltig renoviert oder saniert. Was wir hier machen werden, wir werden natürlich auch, weil ich teilweise festgestellt habe, dass es da und dort Mängel gibt, wir werden auch Feuchtigkeitsisolierung machen im Bereich der Terrassen, wir werden neue Terrassenfliesen dann früher oder später wahrscheinlich auch machen und noch einiges mehr. Ja, das war so ein erster Überblick. Aber wie gesagt, es gibt noch, ich werde mehr Videos hier dazu machen, weil ich habe, glaube ich, schon gutes Feedback von euch bekommen, dass solche Art von Videos viele von euch interessieren. Das heißt, wir werden euch mit Anteil haben lassen, wie sich diese Immobilie weiterentwickelt. Und nicht nur diese, sondern wir haben ja einige Projekte gerade aktuell, die auch für Co-Investment im Gespräch sind. Oder wenn du Urlaub auf Mallorca machen möchtest, dann bist du ja vielleicht einer, der hier in den nächsten ein, zwei Jahren sich auch bei uns meldet, um mal hier diese Villa vielleicht mit Freunden, also zu mieten. Ne? Wir haben genügend Zimmer hier, also du kannst hier mit 10, auch mit mehr Leuten, also ich würde sagen, rein technisch passen da 15 Leute wahrscheinlich rein. 10, 12 Leute sollten auf alle Fälle kein Problem sein, dann melde dich einfach bei uns. Wenn dir das Video gefallen hat, dann Kanal abonnieren und die Glocke einstellen, damit du bei neuen Videos informiert bist. In diesem Sinne, bis bald, tschüss, ciao und Servus am Weg zum Tycoon.